So ihr Lieben, für Jojo heißt es jetzt nochmal Schulbank drücken. Ich gehe wieder in die Schule. Ich will mich nochmal ein bisschen weiterbilden. Und gehe deswegen hier ans Gymnasium, um einfach die Fächer, die ich nicht drauf habe, mir nochmal richtig reinzuzwirbeln. Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Herzlich willkommen zu einem Freitags-Vlog. Ich treffe mich jetzt noch ganz kurz mit zwei Freunden zum Frühstück. Halbe Stunde, ganz schnell. Business-Frühstück. Danach wird ein bisschen Equipment eingekauft, weil um 12 Uhr muss ich wieder in der Schule sein. Ja, ihr habt richtig gehört. Es geht aber in die Schule. Guten Morgen! Na? Wer den noch kennt, schreibt es bitte in die Kommentare. Na, mein Lieber? Es geht. Das ist Nils die Boys. Du diese Schuhe an, oder? Ja, Schuhe wechseln. Nice. Ich wollte mal eine Beratung. Ja, was gibt's denn? Ich bräuchte drei Adapter: einmal ein HDMI, DVI und VGA für ein MacBook Air. Haben Sie sowas? Ja, hab ich da. Ja? Welche würden Sie mir da empfehlen? Ja, es gibt ja die von Apple und die von LNP. LNP ist halt eine Firma, die halt sehr viele Nachbauten macht von Apple-Adaptern. Da haben wir eigentlich alle drei da. Ja. VGA, also Mini-Display-Port ist ja quasi Thunderbolt auf VGA, DVI und HDMI. Perfekt, dann würde ich die drei einmal mitnehmen. Ja, ja. Gerne doch. Würden Sie die auch noch schön verpacken? So ein Geschenk. Eine schwarze Tüte kann ich verpacken. Eine schwarze Tüte, das klingt gut. Schöne Beerdigung. Mein Lieber, komm mal im Studio vorbei, ja? Jetzt machen. Also wer sich noch an den guten Mann erinnern kann, schreibt es mir in die Kommentare. Ich warte auf deinen Besuch. Ich werde kommen. So ihr Lieben, für Jojo heißt es jetzt nochmal Schulbank drücken. Ich gehe wieder in die Schule. Ich will mich nochmal ein bisschen weiterbilden. Und gehe deswegen hier ans Gymnasium, um einfach die Fächer, die ich nicht drauf habe, mir nochmal richtig reinzuzwirbeln. Natürlich nicht. Ich unterstütze mehrere Lehrer, die, sag ich mal, digital unterrichten wollen. Mit digitalen Boards, iPads, MacBook Air und so weiter. Und mit einem von denen treffe ich mich heute. Und wir richten das alles mal hier vor Ort ein, weil die natürlich verschiedene Techniken hier in der Schule benutzen. Manchmal noch gar keine Techniken. Und das werden wir uns heute anschauen, wie wir das so einrichten können, dass der Lehrer entsprechend digital arbeiten kann. Sowieso ja noch ein mega Thema ist. Und das werden wir uns heute jetzt in den nächsten 3 Stunden mal anschauen, wie man das hinkriegen kann. Bis gleich. Sieht ein bisschen aus wie in der Waldorfschule hier. Ich fühle mich fast zu Hause. Ist auch so schön, die Wände hier so waschmäßig gestrichen. Das ist eigentlich Waldorf-Style. Ich werde euch irgendwann nochmal meine Waldorfschule, wo ich hingegangen bin, zeigen. Das ist Wahnsinn. Na, müssen wir nachsitzen? Ja. Na? Hallo, ja? Wie ist es? Thank you.
So ihr Lieben, zurück im Prenzlauer Berg. Ich habe im Prinzip 5,5 Stunden mit dem Lehrer alles vorbereitet. Das ist krass, der bezahlt das alles selber, um sozusagen digital aufgestellt zu sein. Weil ihn das, sag ich mal, nervt, dass die Schulen da so hinterher sind. Und er will einfach, dass das vernünftig funktioniert. Und ja, das haben wir alles soweit vorbereitet, dass er jetzt die nächsten Stunden mit seinen digitalen Mitteln da mit so einem digitalen Whiteboard arbeiten kann, dass das alles über den Mac läuft. Und ich habe keinen Mittag bekommen. Das heißt, jetzt gibt es erstmal Mittagessen. Das war gerade noch richtig lustig. Ich war so in der Bahn, habe so mit meinen AirPods Musik gehört, guckt mich so ein Opi an. Und ich dachte so, okay, erstmal denkt er so wieder so, was für ein Idiot mit seinen komischen Kopfhörern. Und dann steht er so auf und kommt so ganz nah zu mir ran und sagt so, was ist das? Und dann habe ich ihm das erstmal alles gezeigt und so weiter. Das war richtig süß. Naja, jetzt gibt es erstmal was zu essen. Dann hören wir uns Anfang nächster Woche oder so, ne? Cool. Mein Lieber, hab ein schönes Wochenende. Tschüss, danke dir. Wir sind back. Cheers, guys. Ich habe heute mal einen anderen Kaffee geholt, woanders, bei einem anderen Laden. So, schmeckt ganz gut. War ein bisschen Abwechslung in den täglichen Kaffeebetrieb. 17:21, bin zurück im Büro. Ich habe jetzt noch eine Teamviewer-Sitzung, wo einmal ein alter Mac überprüft werden muss, der wohl sehr langsam geworden ist. Und ich schaue einmal, ob das ein Hardware- oder ein Software-Thema ist. Danach werde ich hier aufräumen, weil es sieht hier aus wie Hans Wurst. Und Alina ist heute Abend verabredet, deswegen habe ich überlegt, dass ich wahrscheinlich heute noch die Fragt-Joker-Show aufnehme, so zwischen 18 und 20 Uhr. Und dann erst nach Hause fahre und den Vlog für euch schneide. Also ich mache den Freitag nochmal komplett Oberkante, Unterlippe voll und habe dann morgen frei. Und morgen will ich ausschlafen, weil, das wollte ich euch auch noch zeigen, bei mir ist echt im Moment absolutes Schlafdefizit. Das Ding ist halt, Alina und ich haben total verschiedene Tage im Moment. Sie muss manchmal richtig früh raus und ich arbeite richtig lange und komme dann, sag ich mal, nicht auf meine 5, 6, 7 Stunden Schlaf, sondern habe einfach auch eine richtig miese Schlafqualität, weil sie kommt dann beispielsweise manchmal spät nach Hause, 4 Uhr und 3 Uhr, 2 Uhr und ich wach dann auf und dann, es ist einfach im Moment ein Drama. Ja, und deswegen hoffe ich, dass ich die Schlafqualität wieder hochkriege, weil über 80% soll die sein und ihr seht hier, da geht's, das war mal im Juni, Juli richtig gut und dann ist hier ein dicker Abfall unter zum Teil 70% bzw. 75%. Und das merkt man schon, dass Schlafqualität nicht so cool ist. Für alle, die jetzt fragen, welche App das ist, die die anderen Vlogs nicht gesehen haben, shame on you. You should really watch my other Vlogs. Aber das ist die hier, Sleep Cycle. Da. Und wer Bock hat, mal vielleicht ein What's on my iPhone Video zu sehen, der sollte diesem Video einen Daumen hoch da lassen, beziehungsweise mir in die Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich mache jetzt mal meinen Teamviewer und dann sehen wir uns gleich wieder. So läuft das Wasser hier noch. So, ihr Lieben. Alles vorbereitet für morgen. Ich werde hier morgen die Fragt-Joker-Show aufnehmen, morgen früh. Ich habe es heute nicht mehr geschafft. Ich werde heute Abend noch die Fragen vorbereiten, die Show vorbereiten. Das ist jetzt 21:43. Ich habe hier richtig reine gemacht, was ich in der Woche nicht geschafft habe, weil einfach die Woche wirklich, das war eine der härtesten Wochen seit, ich weiß nicht, ein paar Monaten, weil einfach so viele Bestellungen, jetzt meine ich nicht nur Online-Bestellungen, sondern auch Rechnerbestellungen für Kunden, Installationen vor Ort. Es war einfach maximale Konzentration einfach nur auf das Außengeschäft und hier drinnen sah es halt ein bisschen aus wie, naja, sah einfach nicht gut aus und das habe ich jetzt alles mal ein bisschen aufgeräumt, strukturiert, sortiert, die neuen Bestellungen, die reingekommen sind, vorbereitet, dass das Montag, Dienstag alles gleich losgeht. Und jetzt fühle ich mich auf jeden Fall hier schon im Büro wieder ein bisschen wohler. Freue mich morgen auf die Fragt-Joker-Show. Und ja, Alina hat mir gerade geschrieben, die ist gerade schön was trinken.
Ich werde mich jetzt auf den Weg nach Hause machen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, ist super wichtig, damit noch mehr Leute diesen Kanal finden. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Habt einen wunderschönen Montag, weil ihr seht das ja hier am Montag. Einen guten Start in die Woche. Ich gehe jetzt ins Wochenende und wir sehen uns dann am Dienstag in alter Frische. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.